Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Prepper. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass du dabei bist. Heute werden wir in den Wald gehen, um die verrückte Kräuterhexe aufzusuchen. Dann möchte ich Joe einen Besuch abstatten und natürlich werden wir in die Mine gehen, damit wir unser Geld auffrischen. Und noch vieles, vieles mehr werden wir heute machen. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz nach. Achso, ich bin im Pausenmodus. Schauen wir mal ganz kurz nach. Hier ist voll, da ist voll. Sensationell. Hier ist gar nichts. Da tut sich irgendwie gar nichts. Ah, Wasser wurde heute nicht mehr abgestellt. Das heißt, heute wird wieder Wasser produziert. Ich meine, wir haben mehr als genug. Dann haben wir den künstlichen Horizont in der letzten Folge gefunden. Dafür brauchen wir 60 Metall. Okay, das ist nicht das Problem. Aber 20 Plastik. 20 Plastik. Können wir mal gucken. Pass auf, da kommt ein Briefträger. Ne? Der hat nichts Böses im Schilde. Wartet freudig, dass da der Kunde kommt, ne, die Tür aufschließt und sagt einfach guten Morgen und der hat die Knarre in der Hand. Weißt du? Der Kunde hat die Knarre in der Hand und fuchtelt da auch noch mit dem vor dem rum. Also das ist... So, Plastik. Plastik haben wir 7. Wir brauchen 20. Das heißt, im Umkehrschluss müssen wir jetzt erstmal gucken, wie viel können wir kaufen? 3. Dann haben wir 10. Okay, ja, mach dich mal wieder von dann, weil ich brauche Sachen. Pass auf, dann schauen wir nochmal nach. Ja, die landwirtschaftliche Lampe braucht man nicht. So, Plastik könnten wir aber auch irgendwo hier herstellen. Kostet aber 7 Dollar. Aber warte mal. Warte mal. Wo war das jetzt? Plastik, Moment, da, 8 Dollar. Oh, da kriegen wir 1. Pass auf, das ist ja, boah, ich hab das gehackt. Pass auf, und zwar, warte, wo war das jetzt? Hier, Plastik, da. Kriegen wir für 7 Dollar mehr Sachen. IQ 12.000, Metall haben wir noch. Ja, okay, das können wir schon mal handeln. Was war jetzt? Was ist passiert? Sind wir irgendwo aufgestiegen? Warte mal, wo sind wir jetzt aufgestiegen? Hier nicht. Da ist das Vertrauen noch gleich. Bei Joe haben wir sowieso immer ein gutes Ansehen gehabt. Und ansonsten... Ey, wir haben wieder 213 Dollar, ne? Wo sind wir jetzt gerade aufgestiegen? Kann ja eigentlich nur an einer Sache sein. Und zwar hier. Maximum. Okay, wir sind beim Maximum mittlerweile. Hier haben wir auch nochmal Plastik. Okay, das kaufen wir auch nochmal. So, dann kommt Joe jetzt gleich. Wie viele Kanister haben wir gerade aktuell dabei? 2, das reicht für die Mine. Das heißt, oh, Gold schnell verkaufen. Schnell verkauft die Mine, verkauft das Gold schnell. Handeln. So, jetzt gehen wir ruckizucki in die Mine. Füllen nämlich da die Maschine auf. Los Machinos. Und holen natürlich die Sachen raus, die wir jetzt gerade geerntet haben. Stufe 5, genau. Ey, wir brauchen auch noch die Brille, ne? Brille für Bob. Oh, Mann. Brille für Bob, wo finden wir die denn? Vielleicht bei Jenny in der Hütte? Vielleicht hatten die eine Affäre? Kann das sein? Müssen wir mal gucken. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein paar Sachen. Sensor. Was holen wir da eigentlich mal raus? Steine, wow. Wow. Steine. Okay, wir haben einen neuen Hebel. Dann haben wir ein Foto. Wir haben ein Buch. Das Buch können wir zerstören. Die restlichen Sachen können wir auch noch zerstören. Das machen wir jetzt auch mal. Oh, ich habe keine Munition gekauft. Ich voll Horst. Ich habe Munition vergessen. Blöd. Das war echt blöd. Heißt, wir müssen noch Munition kaufen. Hätte ich eigentlich direkt machen können. Ah, Mist. So. Wir kaufen nämlich jetzt jeden Tag Munition, würde ich sagen. Ab nach Hause. Weil bevor ich in den Wald gehe, ne, und nachher ist die Kräuterhexe wieder am Durchdrehen oder so, da brauche ich natürlich Munition für. So, dann bestellen wir mal direkt wieder Munition. Ich würde gerne Munition bestellen. Aber nur, wenn das nichts ausmacht. Das wäre sehr nett. Ne, braucht man nicht. Munition ist heute ist ganz schlecht. Munition zu kaufen ist ganz schlecht. Das ist gut. Zu wissen. Mist! Dann kaufen wir nochmal Karottensamen. Irgendwas mussten wir jetzt kaufen. Ja, das ist blöd. Dass wir jetzt keine Munition gekriegt haben. Aber Sachen zerlegen werden wir auf jeden Fall. Dann... Genau, wie weit bist du denn? Du dauerst noch ein bisschen. Okay, wie viele Karotten haben wir? Das könnten wir auch braten. Das heißt, die Karotten könnten wir eigentlich hier drin lassen.
So, dann braten wir nämlich das Fleisch. Wir haben nämlich hier gebratene Ratte einmal. Delikatesse. Und dann haben wir auch noch Wildschwein-Ragout. Können wir auch noch essen. Und dann haben wir noch die Dosen. Na, theoretisch hätte ich gar keinen Samen kaufen. Na, egal. Egal, dann hat Bob was zu tun. So, einmal das hier braten bitte. Und dann packen wir das natürlich in den Kühlschrank. Was essen wir denn jetzt? Nee, ausrüsten. Was soll ich mich damit einkleiden? Als Schutzpanzer oder was? So, essen, essen. Und dann packen wir den Rest hier alles rein. Und der Kühlschrank ist wieder gefüllt. Sensationell. Genau, zerlegen. Wir müssen jetzt jede Menge Sachen zerlegen. Unter anderem das hier. Oh, mir fällt gerade ein. Warte mal. Federn können wir hier reinpacken. Wolfspelz haben wir eh noch genug. Können wir eigentlich auch wieder verkaufen. So, das heißt, das zerlegen wir. Kriegen wir 3 Metall. Da kriegen wir Glas. Hier kriegen wir, ja genau, Elektrobauteile ist gut. Oh, zerlegen. Dann zerlegen wir die hier. Die Pfanne. Und wir zerlegen einmal das hier. Da kriegen wir nämlich jetzt wieder Plastik. Okay, das dauert jetzt noch. Oh. Mach mal schnell in die Köchin. Ja, theoretisch gesehen, ne? Brauchen wir die Eimer gar nicht mehr. Wir haben so viel Wasser. Wir haben wirklich übertrieben viel Wasser. Ah, pass auf, dann nehmen wir die Karotten und stellen uns erstmal eine Karottensuppe her. Achso, wird schwerer, ne? Ja, ich verstehe. Natürlich, wenn du 2 Komponenten hinzufügst, wird das schwerer. Als die 2 Komponenten alleine, weil Wasser verdunstet nicht oder sowas. Mm-mm. So, packen wir die hier rein und stellen einmal die Karottensuppe noch her. Dann packen wir die wieder hier rein. Dann gehen wir die draußen einmal erholen. Ich finde das gut, dass der Helm nicht leer wird. Wirklich. So, hier haben wir noch voll, da haben wir noch voll. Da könnten wir holen. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier hin. Wasser müssen wir auch noch wegbringen. Und an, ja, okay, da brauchen wir gar nicht hin, weil hier haben wir nichts zu zerlegen. Hier haben wir noch Karottensamen, den können wir hier unten reinpacken. Ich weiß auch nicht, wo ich mit dem ganzen Wasser hin soll. Ja, wir haben so viel Wasser. So, Karottensamen. Ach, Plastik kann ich auch noch zerlegen, ne? Stimmt. So, einmal Eisen nehmen und neues Eisen reinpacken. Und so, ist ja noch voll. Ist auch noch voll, alles gut. Das heißt, dann können wir jetzt das Plastik zerlegen. Ich habe schon wieder nicht genommen, ne? Ah, Mist. So, einmal alles nehmen. Jetzt waren wir schon wieder nicht da. Ja, machen wir aber noch. So, jetzt gehen wir nach oben. Ganz kurz. Kommt morgen der El Presidente? Nee, Gott sei Dank. Okay. Heißt, schnell nach oben und schlaf. Schlaf, Mr. Prepper, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. Deine Mutter ist ein Stinktier. Was kann ich, armes Tier, dafür? So, jetzt sind wir ausgeruht. Ich werde auf jeden Fall heute noch... Ja. Der hat irgendwas... Oh, nee, bitte nicht. Oh, Stromabstellung, bestimmt. 100 pro. 100 pro Stromabstellung. Hm, Stromausfall. Was, was, was? Ah, Mist, jetzt habe ich das weggemacht. So, einmal alles nehmen, dann können wir gucken. Ah, Munition, wir können wieder Munition kaufen, sensationell. Erstmal Munition kaufen, ganz wichtig, ganz wichtig. Kann man nicht irgendwie Maximum machen? So, was haben wir noch zu verkaufen? Nix, ne? Okay. Das heißt, hier müssen wir gleich auffüllen. Öl können wir unten reinpacken. Gold können wir noch verkaufen, stimmt. Achso, Quatsch. So, einmal Gold verkaufen. Dann packen wir das Wolfspelz, den Wolfspelz hier rein.
Wolfspelz. Ach ne, den können wir gar nicht hier reinpacken. Den können wir verkaufen lieber. So, dann gehen wir schnell verkaufen. Und zwar an... Wo konnte man hier nochmal Wolfspelz verkaufen? Da. So. Sehr schön. Dann... Wie machen wir das jetzt? Ein bisschen Ordnung hier reinbringen. So, Wolfspelz haben wir noch einen. Den können wir hier reinpacken. Öl packen wir unten rein. Wolfspelz ein... Ne, die Bäume. Das ist so Quatsch. Oh, stimmt. Wir haben auch noch eine Granate hier. Die können wir eigentlich... Normaler Köder... Normaler Köder können wir nicht zerlegen. Können wir den verkaufen? Hm. So, Dynamit erstmal zerlegen. Dann zerlegen wir die Axt. Weil wir brauchen neue. Weil wir haben die ja letztes Mal verwendet. Heißt, die müssen wir jetzt erstmal herstellen. So. Werkbank Level 4. Was brauchen wir denn dafür? Elektrobauteile und Glas. Jede Menge Glas. Oh Mann. So, alles nehmen. Wir haben mittlerweile 17 Plastik. 17 Plastik. Wir brauchen 20. Den künstlichen Horizont haben wir. 60 Metall haben wir. So, Öl packen wir jetzt hier rein. Schwupp. Dann haben wir noch den Brief. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ah, genau. Metall können wir hier holen. Guck. So. Und dann 17 Kilo haben wir nur mit. Ah, okay, das geht ja. So. Einmal alles nehmen. Alles nehmen. Danke. Ah, der normale Köder, kann man den verkaufen irgendwo? Nee, ne? Will keiner haben. Jetzt schleppe ich hier einen normalen Köder mit. Weil der wiegt auch nur ein Kilo. Ja, ist noch okay. Ist noch okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Mine. Nee, gehen wir nicht. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen Kraftstoff mitnehmen. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich in die Mine. Ja. Aufteilen. Ich nehme mal zwei mit. Ich glaube, das dürfte reichen. So, dann haben wir noch Karottensamen. Den packen wir hier rein. Und das war's, ne? Ja, Salz. Ja gut, Salz können wir noch verkaufen, klar. Okay, gut. Oh. Falsche Taste. So, schnell was essen. Was habe ich denn Bock heute? Ja. So. Nickerchen. Ja, Nickerchen müssen wir machen. Wir müssen ausgeruht in den Wald gehen. Weil sonst kann ich dieser Frau nicht folgen. Ist so. So. Jetzt verkaufen wir noch schnell das Salz. Handeln. Und dann gehen wir in den Wald. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo die war. Das ist das Problem. War die in Stufe 2? Jenny, wo finde ich die nochmal? Bobs Brille, der Countdown. Nordamerika ohne Radio, ja okay, Gott schützt den Präsidenten. Wo finde ich dich? Ich meine Stufe 2. Ich meine, die war in Stufe 2. Ich will mich jetzt nicht 100% festlegen, aber ich meine, das war Stufe 2. Ich hoffe. Ja, müsste eigentlich Stufe 2 gewesen sein. Ich bin nicht so 100% sicher, aber ich glaube es. Und dann müssen wir... Oder Stufe 3? Stufe 2 oder Stufe 3? Warte mal, hier steht Danger. Na, ich glaube, dann war es Stufe 2. Hoffe ich. Hier ist... Das ist schon mal ein guter Ansatz. Da, Masedor. Die junge, adrette Dame.
Wie eh und je steht sie da am Balkon und erwartet uns. Hey Johnny und Bob. Oh, hallo Butterblume. Was bringt dich hierher? Ja, vielleicht wollten wir reden. Ich habe gedacht, du hast noch eine Mixtur mit Guarana übrig. Könnte eine Portion haben? Ich habe vor, eine lange Reise zu machen und mir wäre es lieber, wenn ich mittendrin nicht einschlafe. Oh, die Mixtur, ein ziemlicher Erfolg. Manche meiner Freunde haben es geschafft, dank der Mixtur die ganze Nacht durchzumachen. Aber hier ist das Problem. Die Mixtur verbraucht eine Menge Zutaten und wir haben schon ein paar Tests keine mehr gemacht. Also müsstest du mir mehr Früchte beschaffen. Mit genug Früchten kann ich auch eine extra Portion herzaubern. Okay. Das heißt, die braucht 99 Guarana? Was ist das? Warum das Gesicht? Hab keine Angst. Das sind nur Gartenwerkzeuge. Ja, es sind nur Werkzeuge. Das auch. Unkrautstecher. Und ansonsten war hier nichts mehr. Okay. Wir müssen auch irgendwas Illegales noch finden, ne? Irgendwas Illegales. 99 Guarana. Ah, gut, dass ich die Guarana-Pflanzen weggemacht habe. Da bin ich ja richtig froh. Oh, ich hätte zur Mine gehen sollen. Da war ich jetzt richtig froh, dass ich das gemacht habe. Ehrlich. Gut, dass ich auf dich gehört habe und du gesagt hast, hör mal, Guarana-Pflanzen, ne, die kannst du wegtun. Das brauchen wir nicht. Okay, dann gehen wir in Level 5. Mist, warum habe ich die weggemacht? Naja, schauen wir mal. So, erstmal Maschine auffüllen. Zwei dürften aber... ja, dürften reichen, okay. So, einmal alles nehmen. Jetzt haben wir wieder jede Menge Öl. Sensationell. Ah, wir haben auch Edelsteine, okay. Und... ey, warte mal, wie viel Plastik habe ich? Wie viel Plastik habe ich? 17. Okay, wir brauchen noch 3 Plastik, die kriegen wir aber. Komm schon. Lauf! Lauf. Lauf. Nutzen. Nach Hause. So. Plastik, wir brauchen 3 Plastik. Einmal alles nehmen und dann Plastik, Plastik, Plastik. Ne, Elektrobauteile. Da ist Plastik. 3. Handeln. Dann können wir nämlich noch verkaufen das hier. Lol. Ja, machen wir mal eben ein paar hundert Dollar. Wir haben noch was zu verkaufen bestimmt, ne? Irgendwas haben wir bestimmt hier noch zu verkaufen, oder? Haben wir da noch... ah, ich hätte doch hier kaufen sollen. Hätte ich einen Dollar gespart. Mann. Mist. So, was haben wir denn noch? Ja, nach Joe müssen wir noch. Stimmt. Oh, nach Joe. Ey, da können wir doch jetzt hin, ne? 17 Uhr. Oder müssen wir um 18 da sein? Das weiß ich. Ich meine 17. Ja, da ist Joe. Hi. Hey Kumpel, ich habe das Radio ins Auge eingebaut. Ins Auto, Auge, ja. Ich wette, dass stark genug ist, um irgendwas zu empfangen. Jetzt kannst du dich in der Wüste wagen und die Sendung empfangen. Ich sterbe vor Neugier. Ich werde alles für dich aufschreiben, wenn ich etwas empfange. Okay. Ich empfange das Signal. Das heißt, wir müssen mit dem Auto fahren. Gut, dass wir letztes Mal schon mit dem Auto so weit gefahren sind. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ne? Also, das war sehr clever. Oh gut, aber jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Also... Moment. Ja, klappt noch. Auf jeden Fall genug Kraftstoff mitnehmen, klar. Und Metall. Zur... oh, hier hin, hier hin, hier hin. Brech doch mal den Vorgang ab, wenn du da läufst. Ach Quatsch, da wollte ich doch gar nicht hin. Hier. Genau. Genug Metall zum Reparieren halt. Dann bist du eigentlich safe. Dann kommst du ziemlich gut durch. So. Hier ist eigentlich alles tutti frutti. Oh, nee, geh nochmal zurück, bitte. Geh nochmal zurück, weil, pass auf, wir haben auch noch Öl. Jede Menge Öl irgendwie. Wir haben viel, viel zu viel Öl. Super. Oh Mann. Jetzt klebt das Öl mir auch noch meinen Rucksack. Das ist ganz toll. Ganz toll. Komm. Hallo Bob. Hey. Hey. Alles nehmen. So, wir haben 20 Kunststoff. Heißt, ich mache jetzt schnell ein Nickerchen.
Weil ich weiß nicht, wie ausgeruht man dafür sein muss. So, das reicht. Den Fluchtplan einmal umdrehen. So, 60 Metall haben wir. 20 Plastik haben wir. Und ein künstlicher Horizont haben wir. Braucht 2 Stunden. Ah, okay, komm. Mist. Ich glaube, wir machen das im ausgeschlafenen Zustand, ne? Ich glaube, wir machen das lieber, wenn wir geschlafen haben. Weil 2 Stunden, da wären wir bei 22 Uhr. Wenn noch was schief geht, 23 Uhr, dann sind wir nachher morgen übermüdet. Da können wir lieber das morgen machen. Außerdem haben wir dann für die nächste Folge schon was. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.